Die US-Wirtschaft ist in aller Munde. Die Wirtschaftsdaten sind robust. Die US-Notenbank hat die Zinsen erhöht. Weitere Zinsschritte werden folgen. Was soll der Anleger mit diesem Wissen anfangen? Ich begrüße Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk im April 2017 aus dem Investment Center der St. Galler Kantonalbank. Mein Gast ist heute Patrick Häfeli, Fondsmanager Obligationenfonds St. Galler Kantonalbank. Patrick Häfeli, die US-Notenbank hat innerhalb von 3 Monaten und zum zweiten Mal die Zinsen erhöht. Wie lange wird das in diesem Rhythmus so weitergehen? Ich glaube, bereits jetzt von einem Rhythmus zu sprechen, ist noch etwas verfrüht. Es ist aber sicherlich so, dass die US-Wirtschaft sehr, sehr gut läuft und auch für weitere Zinserhöhungen spricht. Die Mitglieder der US-Notenbank, die sehen ja derzeit 2 weitere Zinserhöhungen noch in diesem Jahr. Auch für mich ist das wahrscheinlichste Szenario. Immer mehr wird auch darüber spekuliert, wie oder ob oder wann die US-Notenbank die Bilanzsumme reduzieren wird. Was ist genau darunter zu verstehen? Die US-Notenbank hat ja nach der Finanzkrise mit diversen Anleihen, Kaufprogrammen versucht, die Wirtschaft zu unterstützen und hat ihre Bilanzsumme entsprechend stark erhöht. Man sieht das hier sehr gut auf diesem mitgebrachten Chart. Aktuell hält die Notenbank die Bilanzsumme stabil, indem sie auslaufende Anleihen wieder durch neue ersetzt. Die Diskussion ist jetzt, wann und vor allem auch wie sie diese Bilanzsumme wieder reduzieren kann. Was bedeutet das für das US-Zinsgefüge? Tendenziell wird die Reduktion der Bilanzsumme eher einen Aufwärtsdruck auf die Zinsen geben. Wie stark dieser sein wird, hängt stark von der Umsetzung ab. Wenn die US-Notenbank auslaufende Anleihen einfach nicht mehr ersetzt, dann wird man das am Markt kaum merken. Wenn sie jedoch dazu übergeht, Anleihen aktiv zu verkaufen, dann werden die Zinsen relativ stark ansteigen. Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass die Notenbank zu diesem Schritt greifen wird. Und was bedeutet das dann letztendlich für den Anleger in US-Dollar-Obligationen? Wenn die US-Zinsen steigen, dann wird der Preis der bestehenden US-Dollar-Anleihen zurückkommen. Es ist jedoch nur ein vorübergehender Verlust, wenn Sie diese Anleihen auch bis zum Verfall halten werden. Bei neuen Investitionen gibt es natürlich mehr Möglichkeiten, da dann der Coupon auch wieder höher sein wird. Auf der Suche nach zusätzlichem Ertrag sind viele Anleger in den vergangenen Jahren auf risikoreichere Segmente des Obligationenmarktes ausgewichen. Sind das jetzt gute oder schlechte Neuigkeiten, etwa für Investoren in hochverzinslichen Anlagen? Solange der Haupttreiber für die höheren US-Zinsen in der guten Wirtschaftslage liegt, sind das sicherlich positive Neuigkeiten, denn das kommt auch den Firmen zugute. Man wird zwar steigende Zinsen sehen, aber gleichzeitig dürfte der Kreditaufschlag für diese Anleihen eher zurückgleiten. Und wie sieht es aus für Investoren in Schwellenländeranleihen? Bei den Schwellenländern ist die Situation eher etwas kritischer, denn höhere US-Zinsen führen tendenziell zu einem Abfluss von Kapital aus den Schwellenländern und entsprechend auch zu einer etwas schwächeren Währung. Und das sind beides Punkte, die eher negativ zu werten sind. Empfehlen Sie den Anlegern, in den verschiedenen US-Dollar-Anleihen investiert zu bleiben oder auszusteigen? Diese Frage kann ich Ihnen nicht pauschal beantworten. Es kommt, wie gesagt, darauf an, welche Art von Anleihen Sie halten und wie lange die Laufzeit noch ist. Tendenziell würde ich aber eher raten, länger laufende Anleihen zu verkaufen. Verschiebungen im Zinsgefüge haben auch immer wieder einen Einfluss auf die Währungen, auch in diesem Fall. Höhere US-Zinsen, die führen tendenziell zu einem stärkeren Dollar, das ist richtig. Die Erwartung an die steigenden Zinsen hat hier aber schon vieles vorweggenommen und den Dollar gestärkt. Ich persönlich gehe deshalb eher davon aus, dass der US-Dollar über die nächsten 12 Monate wieder etwas schwächer werden wird und erwarte ihn in einer Preisspanne zum Schweizer Franken von 95 Rappen bis 1 Franken in 12 Monaten. Soll also der Anleger mit Euro oder Franken als Heimwährung diese Fremdwährungsrisiken absichern? Soll er währungsgesicherte Produkte kaufen? Wer keine Währungsschwankungen mag, der soll sicherlich zumindest einen Teil dieser Währung absichern. Man darf aber nicht vergessen, das ist nicht ganz günstig. Insbesondere die Absicherung im US-Dollar ist zuletzt stark teurer geworden und wird so einen großen Teil des Ertrags wieder wegfressen. Patrick Häfeli, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Teilen Sie die Meinung von Patrick Häfeli? Schreiben Sie uns. Unser Hashtag Investment Talk.